Ich bin also auch ein super girly. Ziemlich anstrengend für den Hund und für mich, alten Mann, auch. Gehst weiter, Hund geht weiter. Border Collie ist, wenn man das so macht, prädestiniert dafür. Hello, hello. Das letzte Video, das war ja mit der Suki zusammen, wo wir die Rehbegegnung hatten, wo ich eh über das Jagen von meinem Border Collie-Mädchen erzählen wollte. Das war dann ein bisschen stressig für mich und ich konnte ja auch diese Übungen nicht so zeigen oder erklären, die ich eben mit der Suki mache, wenn ich spazieren gehe. Und deswegen jetzt der Versuch, das mit diesem Video hier nachzuholen, worum es da eigentlich geht. Ich habe eben das Zergelseil dabei und ich habe auch so ein Tubi dabei und ich probiere bei dem Spaziergang, so, schaut mal um, ich probiere bei diesem Spaziergang den Fokus von der Suki auf mir zu halten. Und mir ist da wichtig, oder es ist generell wichtig, dass ich nicht in permanent dieselbe Übung in Abfolge mache, sondern dass ich auch da interessant bleibe für die Suki. Das heißt, ich wechsle zum einen die Belohnung ab, die Belohnung Zergelseil und dieses Tubi, ja, das ist ein ganz normales Leckerli halt. Und zum anderen mache ich die Spiele mit dem Zergelseil, die aber auch nicht immer gleich sind, damit das Ganze interessant bleibt. Und das fördert die Aufmerksamkeit vom Hund und auch den Spaß natürlich. Ich werde nicht berechenbar dadurch und wir trainieren so auch die Kommunikation. So, es sind ganz unterschiedliche Übungen, wie gesagt. Wir spazieren ohne Leine dahin und ich wechsle ab. Einmal lege ich sie in der Distanz ins Down, also ins Platz. Sobald sie das macht, kriegt sie sofort, ja, also ich lege sie dann nicht längere Zeit ab, sondern ich hole sie sofort zurück und lasse sie direkt das Zergelseil übernehmen, spiele mit ihr, mache ihn genug, gib sie wieder frei. Das gleiche kann man dann machen, indem man das Zergelseil, sie geht in der Distanz, ich werfe das Zergelseil, sie darf es nicht aufnehmen, sie kriegt kein Kommando, gar nichts. Ja? Und dann hole ich sie zu mir. Wenn sie zu mir kommt, brav, kriegt sie ein Tubi und danach gebe ich sie frei aufs Zergelseil. Und sie darf das Zergelseil holen, wird zu mir zurückkehren und ich werde mit ihr etwas anspielen, dann wieder genug und wieder freilaufen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten, die man da machen kann, und das ist extrem interessant für den Hund. Man merkt richtig, wie er dann wie ein Magnet auf einen wirkt. Und ich bemühe mich da auch, dass ich dieses Tubi nicht sichtbar trage, sondern ich stecke es ein. Und ebenso mein Seil habe ich eingesteckt und sie sieht es nicht. Das heißt, ich probiere den Fokus nicht auf die Belohnung zu lenken, sondern auf mich zu lenken. Ja? Und das ist was ganz was Wichtiges meiner Meinung nach, weil wenn ich das Zergelseil in der Hand hätte, dann würde sie nur auf das Zergelseil schauen. Ja? Und wir verlieren den Fokus auf den Menschen und ja, ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt probiere ich das einmal, das Handy so zu halten, dass wir das auch zeigen können. So, meine alte Leute stecken habe ich mit. Ich habe jetzt nichts draußen, kein Tubi, kein Zergelseil. Und ich habe sie schon mal gesagt, sie geht so in diesen Triebmodus zu jagen. Ohren sind dann ganz eigene Haltung, leicht nach hinten, aber trotzdem gespitzt.
die Rute geht zurück und da sucht sie dann irgendetwas, was sich bewegt, einen Vogel, einen Hasen, ein Kaninchen oder ein Wild. Und das ist dann auch interessant für diese Übungen im richtigen Zeitpunkt. Entweder ein Stoppkommando, wo sie stehen bleiben muss, super, Aufmerksamkeit bei uns. Ein Stoppkommando, wo sie stehen bleiben muss, ein Downkommando direkt. Jetzt sage ich ja bewusst nichts, wenn ich zurückgehe. Aufmerksamkeit, super Mädchen! Ja, super, das reicht. Und ich übergebe jetzt direkt aus dem Kommen des Zergelseils. Ich muss nichts weiter tun. Super, take! Yeah! Good girlie! Genug frei. So, jetzt lassen wir das wieder. Und das nächste Mal können wir jetzt das Tubi nehmen zum Beispiel. Somit weiß sie nicht, was sie erwartet. Jetzt geht sie in so einen Modus. Sie, jetzt kann ich probieren. Ja, super, Mate. Jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn sie jetzt kommt, gibt sie ein Tubi. Ja, und das meine ich mit nicht berechenbar sein. Ah, sie kommt nicht, dann kriegt sie kein Tubi. Super, sie folgt mir. Ja, und jetzt kriegt sie Tubi. Somit, you super girly. Super Mädchen. Somit sind wir nicht berechenbar. Und man merkt, der Fokus ist auf uns. Sie sieht kein Tubi, sie sieht kein Zergelseil. Fokus ist bei uns. Warum ist der Fokus bei uns, Suki? Jetzt legen wir sie ins Down und abrupt nach dem Down kriegt sie das Zergelseil. Down. Down. Ja, tick. Super mit. Jetzt lassen wir sie mal gewinnen. Das ist auch ganz wichtig. Hund einmal gewinnen lassen. Yeah! Yeah! Super! Und was man da ganz schön sieht, wenn ich sie gewinnen lasse, dann will sie sofort zu mir zurück mit dem Zergelseil. Ja! Ja! Ja, und das muss man aufbauen. Yeah! Genug frei, dass der Hund nicht weglaufen will mit einem Ball oder mit einem Zergelseil, sondern dass er immer zu einem zurückkommt, weil er weiß, beim Menschen ist die Gaude der Spaß. Meine Stecken behindert mich heute irrsinnig. Ich lasse ihn nächstes Mal zu Hause. Ja. Jetzt kann man sagen, sie hat jetzt einen Puls, einen Geruch. Und jetzt probieren wir sie rauszuholen. Zu mir! Direkt übernehmen. Super, hey, take! Yeah, yeah. Genug frei. So, das waren nur ein paar Beispiele und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Varianten. Und das letzte Beispiel ist, ich glaube, ein ganz gutes. Hund ist in einem leichten Impuls drinnen. Er hat einen ganz super Geruch, ich weiß nicht, war der Reh oder irgendwas. Und aus dem probieren wir ihn herauszuholen. Und da müssen wir ganz langsam anfangen, Step by Step. Nicht mit einem Mega-Impuls, sondern ich bin aus Atem. Sondern beim Geruch. Wir holen ihn aus einem Geruch raus. Und das bauen wir immer weiter auf. Zum Thema Impulskontrolle probiere ich jetzt noch eine Übung zu zeigen. Wenn wir schauen, ob wir so die Kamera bekommen. Ich drehe mal um. Ah, jetzt habe ich auf Stopp gedrückt gehabt. Das wollte ich nicht. So, ich drehe mal um. Die Suki ist da, wartet. Das ist super. Und wie geht es in die Richtung, weil wir da kein Maisfeld haben? Come on, Suki! Und wir gehen jetzt. Da ist sie. Ich nehme mein Zergelseil raus. Ich werfe das Zergelseil jetzt vor mich und sage nichts dazu. Sie hat es gesehen. Da liegt das Zergelseil. Wir gehen weiter. Sie schaut sich die Stelle an. Sie darf es nicht nehmen. Come on! Super Mädchen! Hier, da ist was, gell? Ah, das wäre ein Geruch. Zu mir! Jetzt gibt's ein Tui. Yeah! Zug! Down! Take!
Zu mir! Tubi. Take! Jetzt darf sie es aufnehmen. Sie muss es zu mir bringen. Und dann spielen wir. Und das ist eine mega super coole Übung gewesen jetzt. Yeah! Yes! Good girly! Genug frei. Übung ist beendet. Ich muss meine Krücken, meine Stecken holen. Und dann gehen wir nach Hause. Distanz vom ganzen Spaziergang ist jetzt nicht so lang. Ist ziemlich anstrengend für den Hund und für mich, alten Mann, auch. Wie gesagt, ich habe es schon 100-mal gesagt, immer abwechseln, Step by Step, in kleinen Schritten vorgehen. Und wenn man das macht, man merkt echt Wahnsinnsfortschritt, auch was das Thema betrifft, mit dem Jagen und Zug, Zug, come on! Und es macht auch irrsinnig Spaß, weil man merkt, wie man zusammenwächst mit seinem Hund. Und was man vielleicht gar nicht so glaubt, auch wenn man dann zu Hause ist und von so einem Spaziergang nach Hause kommt, der Hund biegt richtig auf einem und man merkt, wie die Verbindung und die Kommunikation immer, immer stärker wird. Der Border Collie ist, wenn man das so macht, prädestiniert dafür, mit dem Menschen so zusammen zu leben und sich gemeinsam zu entwickeln. Also das macht richtig Spaß. So, genug geschwaffelt, ab nach Hause. Ja, jetzt noch eine letzte Aufnahme doch beim Nachhausegehen, weil ich wollte nur zeigen, was macht das mit dem Hund, wenn wir so üben. Schalte dich um. Der Fokus ist bei mir. Obwohl ich jetzt überhaupt keine Übung gemacht habe seit den letzten 10 Minuten. Der Fokus ist bei mir und das ist genau das, was wir wollen. Bleib stehen, Hund bleibt stehen. Gehst weiter, Hund geht weiter. Bleib stehen, Hund bleibt stehen. Das ist genau das Ziel. Und ja, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal zeigen, was man da dann für einen Fortschritt hat.